Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pacific Drive. Ja, nach den letzten zwei nachkommentierten Aufnahmen geht's jetzt hier wieder rein in eine live kommentierte Aufnahme. Wir haben einiges noch zu tun, bevor wir tatsächlich dann den Weg nach Cerium antreten können. Unter anderem, was ich festgestellt habe, nachdem ich das jetzt alles ein bisschen beobachtet habe, ich würde ganz gerne das, kann man das, denkst du, ja, Slot räumen, das Hightech-Lenkrad ausgetauschen gegen das normale. Und vor allem auch, was ich jetzt mal gucken wollte, ist auf jeden Fall bei der Mackenmaschine. Und zwar Auto fährt, bewegt sich rückwärts, Motorhaube öffnet sich. Okay, richtig geraten. Zur Beseitigung der Macke brauchst du ein Abdicht-Kit. Du holst ein Abdicht-Kit. Sollten wir doch eigentlich haben, oder? War das hier noch drinne? Nee, dann müssen wir es herstellen. Gucken wir mal, ob wir es herstellen können. Materialien fehlen. Ein Abdichtkit. Wir haben anscheinend bei unserem Auto aber noch zwei weitere Probleme. Macke beheben, ja. So, bestimmt erfolgreich. Stimme erfolgreich eine Macke und beseitige sie jeweils als Tutorial beigeschalten. So, nichtsdestotrotz. Hier, damit wollte ich auch nochmal. Warum auch immer ich damit jetzt hier nichts machen kann. Ich kann höchstens mal gucken. Theorien Teil 5, Aufbauung in Station. Ach so. Brauchen wahrscheinlich da bestimmt wieder eine bestimmte Station für. Den wollte ich auch erstmal wieder ein Stück zur Seite räumen. Hier ist noch nichts wieder dran. Das wird wahrscheinlich auch. Ah, hier, die sind aber wieder da. Dann nehmen wir natürlich die nochmal mit. So. Hat der Kollege denn wieder was für uns? Nee, gut. Gut. Hier haben wir noch Platz, oder? Ich glaube, war der voll? Ah, nee. Hier passt ja noch recht viel rein. Das ist ja kein Problem. Dann legen wir die auch so rein. Kann man tatsächlich wirklich so machen. Dann passen die hier besser rein. Die konnten sie ja. Die würde ich auf jeden Fall mal... Na, war alles umsonst. Die Konserven nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Okay, 16 Konserven. Hier schau mal, was zu tun ist. Wir müssen unser Schau beim Hüllreifen Mülleimer vorbei. Ah, jetzt hat er scheinbar was zu haben. Nee, doch nicht. Möchte da nichts haben. Wir können auf jeden Fall nochmal Reparaturkit mal angucken, was. Können wir eigentlich den Motor auch so reparieren? Tatsache, das geht auch. So, die Platte. Stoßstange. Haben wir noch genug Zeug für einen weiteren normalen Scheinwerfer?
Eine Glühbirne. Ah, da fehlt eine Gaskartusche, okay. Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal schnell eine Materialienrunde machen. Und in der nächsten Folge dann angehen, dass wir uns in Richtung Serum bewegen. Haben wir denn hier irgendwo was Schnelles in der Nähe? 3 Stunden. Die hier können wir noch anwählen. Auto ist getankt? Jawohl. Gut. Dann auf geht's. Am helllichten Tage fahren wir dann mal los. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier noch mal ein paar Materialien finden. Damit wir, wie gesagt, für Siren recht gut gewappnet sind. Das würde ich jetzt noch mal schnell machen. So, das ist aber recht nah tatsächlich. Nehmen wir doch lieber das. Ja, da haben wir erstmal noch nicht so viel entdeckt. Und können nochmal schauen, dass wir ein bisschen mehr sehen. So, das nochmal, wie schaut's denn aus? Ach ja, die Map war das. Kein PEG 8. Nebenstraßen abgelegen, feuchtweit äußerer Ring. Und über die Wolkenfelder. Noch ist alles recht stabil. So. Wir können jetzt hier nie, wir können nur die Tour abbrechen. Das ist irgendwie doof. Abbrechen, speichern und verlassen. Ich möchte die Tour eigentlich nicht abbrechen, sondern wenn dann... Schon, wenn dann zwischendrin nur mal speichern. So, das ist ja jetzt noch einen weiteren Verschrotter eigentlich mitnehmen können. Aber gut, wir kriegen ja jetzt nochmal Zeug dafür. Das ist ja nicht das Problem dann. So. Primitive Tür. Einen Sommerreifen. Hab ich den schon mal gescannt? Reparieren Abdichtkit, okay. Hier ist noch ein Ersatzreifen dran. Den Kofferraum, da gehen wir natürlich auch gleich sofort noch dran. War das schon... Ja, war anscheinend alles. Der ist natürlich wie immer verschlossen. Dann entfernen wir halt erstmal die primitive Platte. Und gucken nochmal rein. Einfach Stoffhetze in der Fackel. Das ist doch alles schon mal nicht verkehrt. Außer wenn wir jetzt aktuell unsere wiederverwendbare Fackel haben. Aber es ist ja auch nicht schlimm. So, rein da. Können wir das schon herstellen, einen weiteren Vergaser? Vergaser sei schon Verschrotter. Können wir machen. Den legen wir aber erstmal noch ins... Achso, wir haben sogar noch einen. Na egal, jetzt haben wir zwei. Schadet nicht. Das sollte doch nicht schaden. Auf zum nächsten. Ah, da unten ist sogar gleich eine Energie. Auch nicht verkehrt. Gerade sagen, ich habe doch hier irgendwas gehört. Kann ich die scannen? Kaputtes Häschen. Was bekommen wir da daraus? Nur Metallschrott. Okay. Ein Versuch war es ja schließlich wert, ob man da irgendwas Brauchbares rausbekommt.
Hier sind wir auf jeden Fall im Strahlungsgebiet unterwegs. Ah. Die Entführeranomalie. Problem ist aber doch Strahlungsgebiet sein, habe ich recht, ja. Hier ist ein stabiler Anker. Schubser, den haben wir schon. Uhuhu, okay. Sag mal, noch geht's mit der Gesundheit. Aber unser Vergaser will nicht mitspielen. Gibt's hier was zu holen? Ich hoffe einfach mal, es lohnt sich. Ein Radio. Ein Telefon, das ist auch schon mal nicht verkehrt. Eine Truhe. Ja gut, so viel ist da auch nicht drin. Eine Kommode. In der Kommode sind ein paar Stopffetzen drin. Was war das? Den stabilen Anker nehmen wir mit. Und dann würde ich erstmal vorschlagen, dass wir uns erstmal außerhalb ist. Oh scheiße, ist die Tür da hinten noch offen. Erstmal ein Stück fahren. Habe ich die nicht richtig zugemacht? Da hier ist übrigens auch kein Strahlungsgebiet mehr. Seismisches Gewitter. Okay. Fetzen. Ja. Leider tut es sich hier nicht so lohnen. Wir sollten auf jeden Fall schleunigst gucken, dass wir hier erstmal wegkommen. Wir sehen ja da, wo wir hin müssen. Oh, scheiße. Das ist nicht ganz so gut. Doch gut, dass wir auch die Offroad-Reifen haben. So, jetzt dürfen wir erstmal noch nicht. Oh. So.
sind wir hier erstmal ein bisschen sicherer und können uns hier... Stahltüren kümmern und die, also generell die Stahlelemente hier an dem Auto. Schauen wir mal in den Kofferraum da rein. Ja, ist auch ein bisschen Zeug drin, das ist auch nicht verkehrt. Einen Sommerreifen. Das Stahlblech nehmen wir noch mit. Schaut's mit dem Tanker aus? Erstmal das alles reinräumen ins Auto. Ja, Tank sieht noch okay aus. Das Gewitter ist jetzt vorbeigezogen. Wir fahren jetzt hier am besten einfach weiter. Da ist dann... Da und da. Ich weiß nicht, kommen wir dann auch da, wenn wir da weiterfahren, zurück? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich wollte es nochmal vorschlagen. Dass wir das versuchen rauszufinden. Frage, habe ich. Die habe ich ja schon gescannt. Habe ich das schon gescannt? Ach, knisternder Nebel, ja, den habe ich schon gescannt. Ein paar Konserven könnten wir uns eigentlich auch mal einverleiben. So, dass wir jetzt nicht mehr ganz so wenig Energie haben. Ich sehe auch, dass unsere Scheinwerfer flackern. Aber was das jetzt zu bedeuten hat, womit das zusammenhängt, kann ich jetzt so noch nicht sagen. Der ist schon kaputt. Ja, der ist auch schon kaputt. Okay, ich würde mal gucken, ob wir da was herkriegen hier. Ein Müllcontainer ist ein bisschen Zeug drin. Oh, grauer Lack. Hast du auch schon mal nicht verkehrt, dass wir da noch nichts anfangen können. Eine Stahlplatte. Oh, die möchte ich eigentlich nicht werfen. Und diese bedrohliche Musik hier. So. So, so. Hier haben wir noch einen Sommerreifen. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und wie gesagt, schaue ich nochmal in die Hütte da rein. Oder guck zum... Versuch's zumindest mal. Ist verschlossen. Ich glaube, da kommen wir auch wahrscheinlich nicht mit dem Brecheisen rein, habe ich recht. Nee. Doof. Da hinten ist noch so ein Anker. Ah, ich glaube, da sollten wir mit dem Auto hinfahren. Unser Auto sollten wir auch nicht allzu lange und allzu weit hier irgendwo stehen lassen. Endet ja meist auch nicht ganz so gut. Ist alles rein. Da ist noch so ein Plasma Dings, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Nee, anbleiben kann der schon.
Plasma-Generator war es. Jawohl, Plasma. Plasma und Metallschrott. Ist der offen? Hier ist offen, das ist gut, aber hier im Gefahrgutschrank ist nichts mehr drin. Hier in der Aderkiste, wie gesagt, da sind auch noch so ein paar kleine Sachen drin. Eine Kiste, oh, immerhin ein Stahlblech. Ansonsten leider nichts allzu Brauchbares. Schade drum, aber nicht schlimm. Will ich nur mal wissen. Wenn wir jetzt dahin fahren. Dürfen wir dann auch wieder den Weg zurück wählen oder ist das jetzt nur für eine... wenn wir weiterfahren wollen. Wir können es ja mal rausfinden, zumindest mal versuchen. Nee. Also wir müssen auf jeden Fall weiterfahren. Gut, dann fahren wir eins weiter. Und aktivieren jetzt möglichst bald ein Portal. Ich dachte, wir hätten jetzt auch quasi wieder zurückfahren können, sag ich mal. Aber gut, wie gesagt, dann aktivieren wir jetzt, gucken, wo ein Portal in der Nähe ist. Ui, Scheiße. Jetzt doof. Das ist jetzt doof. Dann müssen wir auf jeden Fall laden, das Ding da holen. Ah, das ist jetzt doof. Ich dachte, wir könnten jetzt zurück. Naja, gut, dann müssen wir jetzt. Machen wir jetzt hier erstmal eine Folgenpause. Dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.